Keine andere Wurst in Deutschland ist so beliebt wie die Bratwurst. Bereits im 11. Jahrhundert gab es sie schon. Damals kämpfte man darum, wer die längste, schwerste oder leckerste Wurst herstellt. Und Bratwurstwettbewerbe gibt es auch heute noch. Zum Beispiel die Bratwurstmeisterschaft Berlin-Brandenburg. Hier treten 7 Fleischerbetriebe gegeneinander an. Doch nur einer kann den Titel für die köstlichste Bratwurst gewinnen. Felicitas Thehn ist die Foodtruckerin und nimmt in dieser Folge an der Meisterschaft teil. Die Wurst ist fertig! Komm, du schmier dich mal nicht ein hier! Und sie ist nicht alleine. Zusammen mit der Fleischerei Bachhuber kämpft sie um den Sieg. Wir applaudieren schon am Anfang. Die Besucher der Bratwurstmeisterschaft stimmen am Ende des Tages ab, welche Bratwurst ihnen am besten geschmeckt hat. Felicitas und das Team Bachhuber präsentieren gemeinsam eine ganz besondere Kreation. Vielleicht zu besonders? Was haben Sie? Frutti di Mare mit Lachs. Schmeckt Ihnen nicht? Aber Sie müssen auch ein Kreuz machen. Meeresfrüchte ist jetzt auch nicht so mein Ding. Eine Frutti di Mare Bratwurst. Auch im Team Bachhuber sorgte das Rezept für Skepsis. Also wir gehen da schon ein gewisses Risiko. Auch die Konkurrenz ist unbeeindruckt. Ich würde keine Wurst mit Fisch machen. Also wenn ich tatsächlich hier sage, ich möchte gewinnen, dann glaube ich, dass ich den Geschmack der breiten Masse mit so etwas nicht treffe. Der Kampf ist eröffnet. Wer holt den Titel? In der Disziplin Kreative. Haben Felicitas und das Team Bachhuber trotzdem eine Chance? Die Foodtruckerin. Es gibt Bratwurst. 2 Tage vor der Bratwurstmeisterschaft. Die Vorbereitungen in der Fleischerei Bachhuber sind in den letzten Zügen. Heute werden die erforderlichen 3000 Bratwürste für den Wettbewerb von Metzger Markus Hohmann hergestellt. Das Motto der Fleischerei Bachhuber: außergewöhnlich und ziemlich riskant. Wir machen eine Bratwurst Frutti di Mare mit Lachs, Schrimps und Garnelen und Muschelfleisch. Dazu noch ein paar Kräuter, frischen Knoblauch. Ja, die Entscheidung fiel uns nicht einfach. Die Meinungen sind auch am Anfang sehr auseinandergegangen. Nach den ersten 2 Tests haben wir dann aber gesagt, dass die Richtung schon was Besonderes ist. Und dadurch, dass es eine Kreativbratwurst ist, wollten wir schon was ganz Extravagantes haben, was so überhaupt noch nicht stattgefunden hat. Also wir gehen da schon ein gewisses Risiko. Jede Fleischerei tritt mit einer klassischen und einer kreativen Bratwurstvariante an. Für die kreative Frutti di Mare Wurst von Team Bachhuber werden zuerst der frische Lachs und der Knoblauch kleingeschnitten. Parallel werden die Meeresfrüchte angebraten. Dazu kommt frisches Schweinefleisch. Für unsere Bratwurst brauchen wir die Grundmasse. Das ist eine Art feines Bratwurstbrät. Da kommt dann der Fisch rein und unsere Einlage. Wir warten noch kurz, bis der Fisch fertig ist. Und darum kümmert sich Marco Schäfer, ebenfalls Metzger. Frutti di Mare, dann mache ich ein bisschen Knoblauch dazu, ein bisschen Knoblauchpfeffer für den Geschmack. Nach dem Kochen wird gegattert. Das bedeutet, alles wird ganz klein gehackt. So bleibt die Bratwurst später schön fein. Währenddessen bereitet Markus Hohmann weiter das sogenannte Brät, die Grundmasse der Bratwurst, vor. Einmal den Mageranteil und das Fett. Das drehen wir dann durch die 3 mm Scheibe, fein. So, dann haben wir hier unser Einlagefleisch, das drehen wir auch gleich durch die 3 mm Scheibe. Das ist ein schöner Bauch, durchzogen, damit es auch schön saftig ist nachher, die Bratwurst. Wenn alles mit dem Fleischwolf zerkleinert wurde, wird gekuttert. So können die verschiedenen Fleischanteile miteinander vermengt, anschließend gewürzt und weiter zerkleinert werden. Wichtig sind natürlich auch die Zutaten, die wir uns überlegt haben. Wir machen einen Fischsud mit rein, wir machen frisch gepresste Zitrone noch mit rein. Wir haben unsere vielen Kräuter, unter anderem auch Petersilie, Thüringer Majoran, Ingwer, Marzis, Kardamom, Koriander, Salz, Pfeffer. Marzis oder auch Muskatblüte genannt und Kardamom verleihen der Wurst ein feines, süßlich-exotisches Aroma. So. Jetzt geben wir den Lachs noch mit dazu. Und die angebratenen Shrimps und das Frutti di Mare. Fertig ist das Brät für die Wurst.
Doch bis zu diesem exotischen Bratwurstrezept war es ein langer Weg. Abgemessen wurde alles, weil wir haben ja 7-mal Proben gemacht. Von der ersten Idee bis zu dem Produkt, was jetzt nachher dabei rauskommt. Und es wurde ja jedes Mal was verändert. Nach jedem Grillen, wo alle im Betrieb hier kosten konnten, von der Chefin über den Betriebsleiter, über sämtliche Mitarbeiter, die in Produktion und Zerlegung arbeiten, konnte ja jeder sagen, was einem daran schmeckt oder nicht, wo es hinführen soll. Und jedes Mal hat man dann Kleinigkeiten noch verändert, um es immer mehr in die Richtung zu bringen, dass man möglichst eine große Bandbreite trifft und von Leuten, die dann sagen, es schmeckt gut. Und das war das Ziel im Endeffekt. Nach dem 8. Mal hat es funktioniert. Jetzt kommt die Wurst in die Pelle. Metzger Markus Hohmann ist begeistert von der Frutti di Mare. Doch das war nicht immer so. Ich habe gezweifelt. Ich war gleich von Anfang an dafür. Aber es liegt auch daran, dass ich nicht so Fischesser bin, muss ich zugeben. Also im Endeffekt, am Anfang konnte ich mich damit überhaupt nicht anfreunden. Wir hatten ja eine ganze Menge anderer Ideen. Da waren die unterschiedlichsten mit dabei, von Schokolade mit Chili oder Schokolade mit Cranberry hatten wir. Wir hatten auch ein Bratwurstbrät mit Rumtraube, richtig schön. Die waren eigentlich alle sehr gut. Oder auch eine italienische mit frischem Basilikum, frischen Rosmarin, Tomaten, Parmesankäse, was hatten wir noch? Genau. Und geschmeckt haben sie eigentlich alle, aber die eine rauszufinden, die es denn sein soll, das ist natürlich dann das Schwere. Und mit der Fisch konnte ich mich am Anfang nicht so richtig anfreunden, aber von Mal zu Mal, wo wir getestet haben, fand ich sie dann auch besser. Also. Jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Für die 3000 Würste investiert die Fleischerei Bachhuber ca. 7000 Euro. Alles für den einen Titel, Bratwurstmeister zu werden. 2 Tage später ist es soweit. Heute bleiben die Schotten dicht. Es ist der Tag der Bratwurstmeisterschaft. Mit dabei? Felicitas. Es ist 6 Uhr morgens, ich bin in Oranienburg bei der Fleischerei Bachhuber. Mit dem Team trete ich heute bei der Bratwurstmeisterschaft in der Domäne Dahlem an. Ich war noch nie bei einer Bratwurstmeisterschaft. Bin total gespannt und hoffe, dass es einen schmecken wird. Und vor allem, dass die Frutti di Mare heute den ersten Platz belegt. Felicitas wird erwartet von Metzger Markus Hohmann und Produktionsleiter Harald Kuczynski. Der Rest des Teams wartet bereits am Veranstaltungsort. Wenn die letzten Sachen verladen sind, geht es los. Heute geht es um die Wurst. Wir wollen heute den ersten Platz belegen und sind dazu voller Vorfreude, aber nicht Aufregung, sondern voller Vorfreude. Und im vorigen Jahr haben wir einen 3. belegt und heute geht es um den 1. Und nur der kann unser Ziel sein. Alles andere ist für uns eine Enttäuschung. Ist einfach so. Verständlich. Schließlich hat das Team mehrere tausend Euro investiert, um Bratwurstmeister zu werden. Ein Titel, um den neben Fleischerei Bachhuber auch noch 6 weitere Teilnehmer kämpfen. Und die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Also ein Platz auf dem Treppchen müsste schon drin sein. Den rechnen wir uns schon aus. Aber die anderen sind natürlich auch gut. Also alle stellen eine super Ware her und es liegt nur am Geschmack der Kunden. Also in welche Richtung das jetzt geht. Die 3000 Bratwürste sind verladen. Es kann losgehen ins 34 Kilometer entfernte Berlin-Dahlem. Und 34 Kilometer können morgens um 6 Uhr sehr lang werden. Oh Gott. Oh, also all diese handwerklichen Berufe sind ja toll, aber dass man bei allem immer früh aufstehen muss, geht mir richtig auf den Zeiger. Nicht schlapp machen, Felicitas. Schließlich hast du noch 11 Stunden bis zur Siegerehrung vor dir. Magst die Leute nicht, oder? Doch. Mir ist kalt. Von Müdigkeit ist bei Martin Stock keine Spur. Er managt die Bratwurstmeisterschaft hier auf der Domäne Dahlem in Berlin. Für Martin Stock der ideale Ort für den heutigen Anlass. Wir sind auf der Domäne Dahlem. Wunderschönes, altes Gemäuer hier, schön hergerichtet. Ist eine tolle Anlage. Ja, und das ist der, wir sagen immer, der einzige Bauernhof mit U-Bahn-Anschluss. Und hier machen wir also richtig jedes Jahr zum 15. Mal unsere Bratwurstmeisterschaft. Wunderschönes Gelände, seht ihr ja alle. Ja, 7.000, 8.000 Leute erwarten wir. Ich denke, das wird richtig, richtig funny. Und ein super Wetter kriegen wir heute. Wie immer, jedes Jahr. Selbst wenn es regnet, kommen die Leute hierher.
In 3 Stunden beginnt der Wettbewerb. Aber zuerst macht Martin Stock seine Begrüßungsrunde. Man kennt sich mittlerweile nach all den Jahren. Von Stress bei ihm keine Spur. Herr Höhne, guten Morgen. Ich wusste es. Begrüße dich, Martin. Also wir haben 15. Jubiläum heute, 15. Bratwurstmeisterschaft. Wir haben diesmal 7 Fleischereien dabei. 7 mit mir an, oder? Ja, jetzt bin ich einigermaßen entspannt. Also sobald dann die Stände stehen und dann auch alle wissen, wo sie hin müssen, dann ist alles gut. Nee, finde ich. Ich bin ganz ruhig. Ja, der ist nervös hier. Kein Wunder, denn auch bei der Fleischerei Gens geht es heute um die Wurst. Mit ihrer Tamarillo-Bratwurst wollen sie den Titel holen. Die Tamarillo ist eine Baumtomate. Alles dreht sich heute nur um sie, sogar die Dekoration. Motto des Standes ist im Prinzip Kolumbien, Spanien, also südländisch, passend zur Tomate, wo sie herkommt, also wo sie ihren Ursprung hat. Und das ist so ein bisschen so Kaffeebohne, ja, alles, was so aus der Richtung kommt. Kann der Herr Stock mal bitte abgezogen werden hier von unserem Stand? Der macht alles kaputt. Guck mal, wie dreckig das jetzt ist. Ach, weiß ich. Ja, natürlich. Das sind immer die mit den Designerbrillen. Die ist super, habt ihr klasse gemacht. In Kassen gestellt. Die Dekoration. Ein wichtiges Thema bei allen Teilnehmern. Schließlich ist das Auge mit. Das weiß auch Martin Stock. Naja, die ist wichtig, einfach als Anziehungspunkt. Also ich meine, die Leute müssen ja sich auch wohlfühlen. Das ist genau wie im Fleischerfachgeschäft. Wenn das schön aussieht, dann geht man gerne rein. Und also ich finde es auch immer ganz toll. Die geben sich riesen Mühe, auch hier Bünger und alle eigentlich, die da kommen. Das ist mit riesem Aufwand immer verbunden. Also ich finde das immer klasse. Ich finde es ganz toll. Auch das Team Bachhuber baut nun auf. Produktionsleiter Harald Kuczynski gibt den Ton an bei seinem 18-köpfigen Team. Wir laden jetzt aus und sehen zu, dass wir irgendwie alles koordiniert aufbauen können. Ja? Und danach gibt es Brötchen, Mettbrötchen mit Zwiebeln und dann kann es starten. Brötchen schmieren. Die perfekte Aufgabe zum Wachwerden für Felicitas. Ach, inzwischen bin ich fit. Ich bin jetzt schon seit 5 Stunden wach. Und es ist erst 8. Und wo es frische Mettbrötchen gibt, ist Manager Martin Stock nicht weit. Oh Mann, warte mal, muss ich auch guten Morgen sagen. Offiziell für die Mettbrötchen zuständig. Ich bin der 2. schönste Mann der Welt, ich bin der Martin Stock. Felicitas, wer ist der 1. schönste Mann? Der wird noch gesucht. Ah, ja. Wie gut sind denn die Chancen für unsere Foti di Mare Wurst? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie noch nie probiert. Ich krieg ja nichts. Aber so vom. Ich krieg ja hier wie klingt's denn? Also Foti di Mare als Wurst. Wir haben auf dem Bewertungsbogen haben wir es auch noch falsch geschrieben. Wie denn? Mit IE. Wo denn? Di Mare? Wirklich? Ich hab's immer durchgelesen. Foti di Mare. Na ja, gut, dann ist. So ein Scheiß, ehrlich. Ein Rechtschreibfehler im Bewertungsbogen. Hoffentlich kostet das die Fleischerei Bachhuber nicht den Sieg. Jeder Besucher erhält am Eingang für 3 Euro eine Eintrittskarte und einen Stimmzettel. Die Bewertungsbögen sind alle Produkte drauf. Können jetzt unsere Kunden dann demnächst ankreuzen. Das sind schwere Dinger. Es sind ja auch insgesamt 10.000 Stimmzettel. Upsa. Jeder Besucher darf 2 Kreuze setzen. Eines für die beste traditionelle und eines für die beste Kreativbratwurst. Orientalisch. Bratwurst Foti di Mare, Entenbratwurst Tokyo-Style. Ich bin also sehr, sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Okay? Noch 1 Stunde bis zur Eröffnung. Und bei Team Bachhuber gibt es schon jetzt das erste Problem. Die Überdachung für den Grill ist verschwunden und ohne die ist die Teilnahme am Wettbewerb verboten. Nee, aber sag mal, was machen wir jetzt? Ich weiß es noch nicht. Ich hab noch keinen Plan. Ja, die Überdachung ist eigentlich vorgeschrieben. Dafür. Dass wenn von oben ein Vogel kommt und auf die Wurst macht, dass das nicht passiert. Und in dem Falle haben wir irgendwie geschlafen. Wir haben uns auf unsere Männer verlassen, die jetzt gerade unseren Highlight des Tages holen, unseren Ochsen. Und irgendwie ist in dem Zelt der Ständer gewesen, aber leider nicht die Überdachung. Der Deko-Ochse ist im Transporter, die Überdachung nicht. Und die Zeit wird langsam knapp. Das ist ja kacke. Pack mal wieder zusammen. Wir haben auch nicht reingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann müsste es in der Tüte sein. Ich würde sagen, wir laden erstmal den Ochsen aus den Paletten raus. Und dann gucken wir, dass Mücke noch mal mit denen noch mal losfährt, die Kotweise. Das kriegen wir erstmal unter Umständen. Ja. Hoffentlich bringt der Bronzeochse dem Team Bachhuber jetzt Glück. Sobald das 800 Kilo Maskottchen ausgeladen ist, geht es noch mal 34 Kilometer nach Hause. Ohne Überdachung geht es nicht. Eine Regel, bei der auch Organisator Martin Stock kein Auge zudrücken kann. Ja, ist so. Also dann, das ist eine Voraussetzung, die muss erfüllt sein. Wenn die nicht erfüllt ist, dann dürfen die nicht weitermachen. Ganz einfach. Ob das Team Bachhuber es schafft bis zur Eröffnung? Die Konkurrenz ist schon weiter. Hier stehen die Zelte bereits und auch die Kohlen glühen schon. Oha, hier gibt's sogar schon Würste. Hallo. Ja. Beim Stand der Fleischerei Bünger verschlägt es Felicitas sogar fast die Sprache. Hier sieht's aber richtig geil aus, ne? Ja, ja, schön. Wir hatten eine japanisch schmeckende Bratwurst an und dann haben wir halt auch ein japanisches Outfit gewählt. Wie ist das hier mit der Konkurrenz? Sind wir eigentlich Freunde oder sind wir eigentlich... Ja, wir stehen im gesunden Wettbewerb. Deswegen können wir ja Freunde sein. Also mein bester Freund ist da, der, mit dem ich mich jedes Jahr rangele um den ersten Preis. Trotzdem sind wir erste Freunde. Das ist jetzt mal kurz ausgeblendet, aber immer Freundschaft. Bist du aufgeregt? Ja, jedes Jahr. Das ist jetzt das 15. Mal. Das 15. Mal schon? Feuer. Ich bin auch Rekordsieger. Das heißt, wie oft? Weiß ich nicht, ich hab's jetzt nicht gezählt. Also eigentlich einen Titel, zweimal habe ich nicht gewonnen. Ein Titel ist immer dabei, entweder bei der traditionellen oder bei der kreativen. Oha, das klingt nach harter Konkurrenz. Naja, Frutti Di Mare, wir sehen uns nachher. Alles klar, viel Erfolg. Ja, danke schön, bis später. Jens Uwe Bünger, der wohl härteste Konkurrent, zigfacher Sieger. Eine Deko, die sich gewaschen hat und eine Bratwurst mit Konzept. Na, wir treten an mit einer Innenbratwurst Tokyo-Style. Wir haben lange rumprobiert, bis zum gestrigen Tage. Also gestern gab es dann erst die finale Fassung in dieser Bratwurst, die wir jetzt hier präsentieren. Und am Ende habe ich gesagt, mehr geht nicht. Aber wir sind trotzdem auch zufrieden. Also wir sind guten Mutes, dass wir auch damit was gewinnen können. Doch ist die Bratwurst Tokyo-Style wirklich so gut, wie das aufwendige Konzept von Team Bünger verspricht? Felicitas ist zumindest schon mal eingeschüchtert von ihrem Konkurrenten. Oha, also die Konkurrenz schläft auf jeden Fall nicht. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen neidisch bin, dass wir nicht so coole Outfits haben, sondern mit den Fleischerkitteln da stehen. Ich finde, da hätte man noch mal drüber nachdenken können. Ich werde mit meinem Team mal sprechen darüber. Harald, ich muss ja ein bisschen mit euch schimpfen, ne? Warum? Warum haben wir denn keine so fancy Kostüme? Ja, du kannst doch eine Mütze haben, ja? Ja, eine Mütze, aber ja. Hast du mal gesehen, dass die anderen aufgefahren ja, sind? Wir haben extra was schneidern lassen. Wir kommen solide gleich, ja? Wirst du gleich sehen. Unser Name ist entscheidend und nicht, dass wir aus China kommen und uns als Chinesen verkleiden, ja? Japan. Noch schlimmer. Beim Team Bachhuber hält man es eher rustikal mit der Dekoration. Es soll schließlich vor allem auch nach Frutti di Mare schmecken und nicht aussehen. Na gut, wenigstens ein bisschen Verkleidung. Ja gut, wenn kann ja jeder rumrennen, letztendlich wie er will. Und ich finde es schön, dass man sich so verkleidet. Aber ich finde unsere Kleidung mit unseren grünen Vorbindern und unseren Basecaps, unseren Hemden mit Logo, traditionell gehalten, einfach gut. Ja. Zeitlos, nicht vielleicht im neuesten Trend, aber ist auf jeden Fall zeitlos und schick. Feli kriegt natürlich auch eine schöne Basecap. Freue mich. Ja. Und die wird den ganzen Tag aufgesetzt. Ich sag mal, die Gebühren aus der Fleischerinnung, die werden hiermit verrechnet. Insgesamt kann man sagen, dass die ganze Aktion hier mit Kleidung, wenn man überlegt, dass die Hemden alle gestickt werden, dass die Basecaps gestickt werden. Alleine die 10 Basecaps haben schon 1.500 Euro mit den Hemden zusammen gekostet. Das ist eine Sonderanfertigung. Alles in allem kann man sagen, das kostet uns der Tag heute hier so zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Und die wollen wir natürlich heute mit dem Platz 1 reinholen. Und Felicitas soll dabei helfen. Was kann ich denn heute machen? Wie kann ich denn hier außer dumm rumstehen? Ja gut, das ist eine gute Frage. Ja. Sag mal! Also ich würde sagen, wenn der Grill fertig ist, mal bei den Männern gucken, wie weit die Kohle ist. Schon mal angrillen, eine Grillzange halten. Die werden ja nachher noch zeigen, wie richtig gegrillt wird. Weil grillen ist nicht gleich grillen. Aha. Ja? Weil kann durchaus eine Seite schwarz werden und die andere Seite, die ist hell. Und wir wollen natürlich eine goldbraune Bratwurst haben. Und von daher werden wir dich da richtig einweisen ins Grillen. Ich bin vor allem so gespannt, wie sie schmeckt. Ich kann es kaum aushalten. Ja, genau. Und zwischendurch mal, also zwischen Verkauf und Grillen wirst du heute richtig hin und her helfen. Alles klar. Gut.
Also du hast voll zu tun. Na? Ja? Und eine Sache war da ja noch. Der Pavillon. Pünktlich zur Eröffnung hat sich die verschollene Abdeckung doch noch aufgefunden. Jetzt kann endlich gegrillt werden. Puh, mir fällt ein echter Stein vom Herzen, weil ohne dieses Zelt hätten wir heute nicht grillen dürfen. Ja, so sind die Hygienevorschriften und das ist ja auch richtig so. Wenn von oben ein Vogel kommt und legt uns ein Ei aufs Bratwurst, dann haben wir ein Problem. Und wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Allerdings müssen wir für das nächste Jahr sagen, wir müssen unsere Checkliste besser abarbeiten, weil das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Aber gut, jetzt haben wir Spaß und das ist das Wichtigste. Bei Markus Genz läuft von Anfang an alles ordnungsgemäß. Er hat bereits jahrelange Erfahrung. Du musst es eher, nee, mach mal eher dahin. Ja, genau. Ja, ein bisschen zurück, dass es gerade steht, wenn es überhaupt geht. Ja. Grundsätzlich bin ich durch Herrn Bünger mal dazugekommen. Wir haben gleich mit der Kreativen gewonnen und haben dann auch gemerkt, und das ist das Schöne und deswegen sind wir noch da, was wir für ein Kundenfeedback bekommen haben und wie wir unsere Kunden ans Geschäft binden konnten. Weil unser Metzger ist jetzt nämlich Bratwurstmeister. Also das ist tatsächlich so eine Geschichte, die kaufen die Wurst bei uns und zu Hause beim Grillfest mit Freunden sagen die, das ist nämlich die Bratwurstmeisterwurst. Und so hat sich das über die Jahre entwickelt und das Team ist eingespielt, die sind alle mit Freude dabei. Und es ist eigentlich dann noch nicht mehr entscheidend zu sagen, ich muss meinen Titel verteidigen, sondern am Ende ist es das Gesamte drumherum. Markus Genz Strategie, passende Outfits, ein gutes Rezept und den direkten Kontakt zum Kunden. Steht ja hier, ne? Genau, da stehen sie von 11 bis 11.30 Uhr, ja. 13, also immer eine halbe Stunde, 11, ja. 13, 15 Uhr. Ja, alles klar. Sie können in diesen Probierzeiten bekommen Sie kostenlose Probestückchen, ja, ja. Genau, können sich dann praktisch den ganzen Tag über durchverkosten. Ja. Und dann freuen wir uns über das Kreuz an der richtigen Stelle. 7 Fleischereien treten mit individuellen Würsten gegeneinander an. Eine Wurst hat für Markus Genz allerdings keine Chance auf den Titel. Ja, grundsätzlich finde ich, ist es alles erlaubt. Ich würde zum Beispiel, auch wenn ich sehr gerne Fisch esse oder auch grundsätzlich Meeresprodukte, würde ich keine Wurst mit Fisch machen. Also das ist eine Sache, die für mich, aber also meine persönliche Meinung, nicht so toll zusammenpasst. Also wenn ich tatsächlich hier sage, ich möchte gewinnen, dann glaube ich, dass ich den Geschmack der breiten Masse mit so etwas nicht treffe. Harte Worte. Doch beim Team Bachhuber ist man sich sicher, die Frutti di Mare ist der Favorit. Heute reisen wir und wir haben viel investiert für den heutigen Tag. Wir waren im vorigen Jahr die Dritten und hatten nur 14 Tage Zeit. Wir hatten dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit, nämlich über 2 Monate. Und wir sind hier angetreten, um uns den Sieg zu holen. Und ich sag mal, letztendlich ist der Treppchen, der erste Platz, das Entscheidende. Und ich wünsche uns heute viel Spaß. Und wichtig ist es auch, dass wir, wie mir vorgestern eine Verkäuferin gesagt hat, die Bratwurst kann noch so gut sein. Entscheidend ist, dass der dahinter steht, auch freundlich ist und ein nettes Gesicht macht. Und ich denke mal, dann haben wir heute alle viel Spaß miteinander. Und dann haben wir um 16.30 Uhr, können wir die Korken knallen lassen. Viel Spaß. Wir applaudieren schon am Anfang. Die Bratwurstmeisterschaft in Berlin. 10 Uhr morgens. Die Würste liegen auf den Grills. Die Teams sind bereit. Es kann losgehen. Wer wird dieses Jahr Bratwurstmeister? Wird es die Fleischerei Genz mit ihrer Tamarillo-Wurst? Oder die Landfleischerei Apel mit der orientalischen? Das Team Ulrich will mit der Cognac-Steinpilzwurst gewinnen. Die Fleischerei Bünger setzt auf Entenbratwurst Tokio-Style. Das Team Oppen tritt mit der Weißenseer-Bratwurst an. Die Fleischerei Höhne versucht es mit einem Bratwurst-Burger. Oder gewinnt am Ende die Frutti di Mare-Wurst vom Team Bachhuber mit Felicitas Unterstützung? In insgesamt 3 Verkostungsrunden können die Besucher ihren Favoriten herausfinden. Sobald die Glocke erklingt, wird für 30 Minuten kostenlos Wurst verteilt. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bratwurstmeisterschaft der Fleischerinnung Berlin, die 15. Bratwurstmeisterschaft der Fleischerinnung Berlin, soll heute hier stattfinden. Ich bedanke mich erstmal bei den Protagonisten, dass sie alle hier so zahlreich erschienen sind. Sie
Sie sehen, das sind unsere Leute, die heute für Sie hier grillen, die im Schweiße Ihres Grillrauchs Ihnen die Bratwürste servieren werden. Ich sage es gleich nochmal, bitte nur eine Bratwurst ankreuzen, Ihr Favorit, wer für Sie die beste ist. Ich werde aber jetzt zur Eröffnung der 15. Bratwurstmeisterschaft der Fleischerinnung die Glocke der Domäne Dahlem kurz anläuten. Und mit diesem Anläuten ist dann die Bratwurstmeisterschaft 15. wie gesagt, hier auf der Domäne Dahlem eröffnet. Und los geht's. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Markus Genz tritt bereits zum 5. Mal auf der Meisterschaft an und kennt den Ablauf ganz genau. Jetzt gibt es die erste Verkostungsrunde. Und Sie werden es gleich erleben. Es wird hier an den Ständen, Sie sehen schon, wie es sich füllt. Es wird zu einem kleinen Großkampf. Es geht los. So, wir haben hier die Tamarillo-Bratwurst der Fleischerei Genz. Teilnehmer im Kreativwettbewerb. Ich gehe davon aus, jeder weiß, was Tamarillo ist hier, oder? Haben Sie schon gelesen? Wissen Sie, was eine Tamarillo ist? Eine Baumtomate. Tomatenbratwurst. Ob das wirklich ankommt bei den Besuchern? Tamarillo, sehr lecker, saftig. Sie ist perfekt. Also besser geht's nicht. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber im Nachgang ist es sehr gut eigentlich. Merke ich gerade. Ja. Lecker. Man hat manchmal drei verschiedene Würste, die man gut findet. Erster, zweiter, dritter könnten so richtig drei Löcher hier machen, zum Kreuz reinmachen. Wie beim Sport. Wie beim Sport. Erster, zweiter, dritter. Es läuft gut für Markus Genz und das, obwohl Geschmäcker bekanntlich verschieden sind. Na, das gibt so gewisse Grenzen, wo ich sage, Dinge, die ich sonst auch nicht im Normalen essen würde, oder ich bin da auch manchmal ein bisschen wählerisch. Die würde ich dann auch in der Wurst nicht sehen wollen, sagen wir es mal so. Ja, also, was weiß ich, ich bin jetzt nicht so ein großer Sushi-Fan oder Meeresfrüchte ist jetzt auch nicht so mein Ding. Und da würde ich dann sagen, nee, das lasse ich dann in der Bratwurst auf jeden Fall weg. Bachhubers Bratwurst Frutti di Mare ist riskant. Kann Felicitas die Besucher überzeugen? Mit Lachs. Köstlich, ne? Mit Meeresfrüchten und Lachs. Da ist gar keine Remoulade drauf. Frutti di Mare, beste Bratwurst der Welt. Schmeckt ihn nicht. Aber Sie müssen noch ein Kreuz machen. Sie dürfen nur kosten, wenn Sie auch ein Kreuzchen bei uns machen. So, haben Sie schon ein Kreuz für uns gemacht, Familie Bachhuber? Was haben Sie? Frutti di Mare mit Lachs. Das schmeckt. Oh, das sagt man aber nicht. Das war die schönste Raubtierfütterung meines Lebens. Ich konnte mit völliger Überzeugung in Brunst diese Wurst an den Mann bringen und an die Frau. Ich glaube, dass es die beste Bratwurst der Welt ist. Doch auf welchem Platz sehen die Testesser die Wurst? Dritter. Also ich bin am Anfang, aber ich denke mal, dass sie schon weit vorne liegen wird. Also dann ist geschmacklich schon mal sehr gut. Für mich ist der Erste. Ich weiß es nicht. Platz 3. Nummer 1 bis jetzt hier Frutti di Mare von Bachhuber. Die rote war die Frutti di Mare. Die war mit Geräuchern. Mit unserer Frutti di Mare Bratwurst haben wir die Messlatte verdammt hochgelegt. Die schmeckt wirklich echt köstlich. Also klingt vielleicht abgefahren, aber es schmeckt wirklich hervorragend. Und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass es irgendein anderer besser schmeckt. Aber wir gucken mal. Als Erstes testet Felicitas die Bratwurst der Fleischerei Genz. Das ist eine Tamarillo-Bratwurst und ich bin total gespannt, weil so eine Bratwurst habe ich noch nie gegessen. Mmh. Oha. Oh, schmeckt sehr gut. Die schmeckt ganz abgefahren und anders als jede andere Bratwurst, weil diese Tamarillo natürlich total ungewöhnlich ist, fruchtig, so ein bisschen exotisch. Leider auch gut. Fleischerei Ulrich tritt mit der Cognac-Steinpilzwurst an. Diese Bratwurst ist ganz lecker. Ich mag auch wirklich gerne Pilze. Aber ich muss sagen, dass unsere da auf jeden Fall besser schmeckt. Und wie sieht es mit der Wurst von Fleischerei Apel aus? Die besondere Herausforderung steckt natürlich darin, sie einigermaßen elegant zu essen, weil es auch noch schweineheiß ist. Diese Bratwurst
ist mit Datteln und Aprikosen orientalisch. Und sie schmeckt auf jeden Fall sehr aufregend, ein bisschen kreuzkümmelig und richtig schön gewürzt. Knackige Mandeln. Und was besonders auffällt, ist das nette Team. Das gehört eben auch dazu. Dankeschön. Nächstes Testobjekt, die Weißenseer Wurst. Also ich habe jetzt hier einen richtigen Berliner Klassiker. Gucken, wie die schmeckt. Ich glaube, mit einem ordentlichen Schlag Currysoße drauf, könnte es auf jeden Fall lecker sein. Aber für mich ist sie nicht würzig genug für eine Siegerbratwurst. Bei der Fleischerei Höhne stehen die Besucher Schlange. Hier hat man sich etwas ganz Originelles ausgedacht. So, ich habe jetzt hier einen Bratwurst-Burger mit schwarzen Brötchen, schwer im Trend, schwarz. Ich finde es eigentlich eine gute Idee. Mal gucken, ob es auch geschmacklich hält, was es verspricht. Burger essen ist immer sehr schwierig, ne? Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee, die Bratwurst als Patty zu machen mit dem gleichen Teig. Idee sehr gut. Eventuell hätte ich statt Eisbergsalat und einer Tomatenscheibe noch was Kreativeres gewählt, aber Idee sehr gut. Jetzt bin ich am meisten gespannt, weil das ist der stärkste Konkurrent jetzt hier, die Tokyo-Style-Bratwurst. Geben mir ein bisschen an mit ihren Klamotten schon allein. Ne? Mal gucken, ob die Wurst hält, was das Outfit verspricht. 15-maliger Teilnehmer und Rekordsieger. Die Fleischerei Bünger zählt zu den Favoriten der Meisterschaft. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja ein riesen Asia-Fan. Mal gucken, wie die schmeckt. Schmeckt besonders, leicht säuerlich. Tatsächlich japanisch gewürzt. Die Ente schmeckt jetzt gar nicht so krass raus, wie ich es erhofft hatte. Aber ich glaube trotzdem starker Konkurrent. Nicht nur wegen den Klamotten. Schmeckt gut. Ich würde sagen, ihr seid mit unseren härtesten Konkurrenten. Ich muss zugeben. Ach so, alles klar. Eine eigene Wurst für die Bratwurstmeisterschaft kreieren. Für Felicitas ein Traum, der zwei Tage zuvor in der Metzgerei Bachhuber in Erfüllung ging. So, wir machen jetzt die Feli-Bratwurst. Wunderbar, da sind wir gespannt. Ich möchte eine asiatische Bratwurst machen. Und zwar inspiriert von meinen Vietnam-Urlauben. Es gibt ein Gericht in Hanoi, das heißt Bun Cha. Mhm. Und daran angelehnt ist so ein bisschen die Bratwurst. Es ist Fischsoße drin, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, bisschen scharf, bisschen... Ist für uns total neu. Da müssen wir mal gucken, wo es hinführt. Warum ist es neu? Na, weil wir mit so Sachen noch nicht gearbeitet haben. Also so asiatische Bratwurst haben wir bis jetzt noch nicht hergestellt. Echt nicht? Wie gut schmeckt denn asiatisch? Na, da sind wir gespannt. Esst ihr selber nicht gern asiatisch? Doch, schon, aber wir haben uns halt damit noch nicht beschäftigt. Na, wir gucken mal. Ich hoffe, dass es euch auf jeden Fall schmecken wird. Ich habe einmal eine Bratwurst gemacht, aber das war eine Fischbratwurst. Quasi eine Fischweißwurst. So eine richtige Bratwurst, vor allem in der Menge, habe ich noch nie gemacht. Ich habe es mir in Gedanken schon oft vorgestellt, tatsächlich. Schon oft davon geträumt, wie es wäre, meine eigene asiatische Bratwurst zu machen. Und ich freue mich total, dass es klappt. Und ich hoffe natürlich, dass es den Jungs schmeckt und dass die Skepsis von ihren Gesichtern weicht. Wie glaubt ihr, wird den Leuten das Asiatische schmecken? Sind das... Ach, das Gute daran ist ja, bei der Bratwurstmeisterschaft, die sind alle neugierig. Also, die sind für alles offen und je spektakulärer, umso spektakulärer das ist, umso besser. Wirklich? Ja. Ah ja. Dann habe ich ja vielleicht noch eine gute Chance, sozusagen. Für ihre vietnamesische Feli-Bratwurst schneiden die drei zuerst die Lauchzwiebeln klein. Danach wird der Knoblauch gehackt. Für asiatische Schärfe sorgen rote Chilischoten. Felicitas reibt in der Zeit den Ingwer. Der kommt ungeschält mit in die Bratwurst. Der Abrieb einer Limette sorgt für frischen Geschmack. Genauso wie die Minze und der frische Koriander. Ob diese Kombination wirklich schmeckt? Das Schlimmste wäre für mich, wenn das den Leuten zu fancy ist und am Ende alle sagen, das schmeckt mir nicht. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wird schon schmecken. Okay. Eigentlich ist eine eigene Bratwurstkreation die Königsdisziplin für jeden Metzger. Die Idee ist eigentlich schnell geboren, aber das im Endeffekt auszuarbeiten von der Rezeptur über die Zutaten, über die passenden Gewürze, was man so ranhaben will, um alle Geschmacksnuancen zu finden, dauert halt schon lange. Besonders die einzelnen Tests, bis man bei dem Produkt ist, wo man sagt, da steht man hundertprozentig dahinter und das trifft den Geschmack, den man haben will. Also da sind viele Schritte notwendig, bis man am Ziel angelangt ist.
Oha, die Zeit haben wir jetzt nicht, ne? Nee, deshalb, wir waren auch sehr verwundert, dass heute alles an einem Tag so stehen soll. Wirklich? Ja. Naja, wir haben ja alleine schon 8 Mal unsere probiert, also. Naja, ich habe meine noch nie probiert. Ich hoffe einfach sehr, dass ich die Würzung richtig hinkriege und das Verhältnis stimmt. Bei 100 Bratwürsten, bei 100 Bratwürsten ist natürlich schon eine Menge. Es kann schon schief gehen, aber ich glaube, die Jungs werden mir schon unter die Arme greifen, dass es gut wird. Kriegen wir schon hin. Dann bräuchte ich jetzt einen kleinen Herd, weil ich muss ein Karamell machen. Wunderbar. Dann gehen wir nach da hinten. In meine Wurst kommt nämlich auch noch ein Karamell. Dann muss da Karamell rein. Dafür einfach eine Pfanne mit Zucker und etwas Wasser aufkochen. Das ist wie beim Camping hier. Karamell ist ja immer ein bisschen heikel. Es brennt mir auch zu Hause öfter mal an. Aber das Gute bei dieser Rezeptur ist, dass das Karamell ein bisschen verbrannt sein muss. Also kann nicht so viel schief gehen. Ich habe jetzt einen Schluck Wasser dazu gegeben, dann wird der Zucker meistens gleichmäßiger braun. Nach wenigen Minuten ist der Zucker flüssig. Zeit für die wohl wichtigste Zutat einer Bratwurst. Ja, ich glaube, wir brauchen Fleisch, oder? Ja, dann gehen wir aussuchen. Yes! Felicitas hat sich für eine Schweinefleischmischung aus Bauchfleisch und magerem Fleisch entschieden. Das wird nun alles im Fleischwolf zerkleinert. Als echte Fränkin mag es Felicitas grob, zumindest in der Wurst. Zum Vermengen kommt nun alles in den Kutter. So entsteht das perfekte Bratwurstbrett. Ich bin so stolz. Jetzt schon rauf oder erstmal durchlaufen lassen? Einmal kurz warten. Ich freue mich so. Kann ich jetzt reinmachen? Jetzt kommt die asiatische Einlage zum Brett. Jetzt brauchen wir noch die Soßen, ne? Felicitas hat sich für eine Mischung aus geröstetem Sesamöl, Soja und Fischsoße entschieden. Bei der Dosierung gilt, probieren geht über studieren. Ich mache das jetzt genau wie zu Hause, Pi mal Daumen. Wir können es ja abschmecken. Und dann brauchen wir noch das Karamell. Juhu! Karamell kommt sofort. Dann fügt Felicitas noch eine Gewürzmischung aus Salz, Pfeffer und Chilipulver hinzu. Eine ungewöhnliche Kombination für Metzger Markus Hohmann. Hat ja schon eine gewisse Süße auch, ne? Ist der Karamell drin? Begeisterung hält sich in Grenzen. Mir schmeckt es. Das ist die Hauptsache. Nun noch etwas frischen Limettensaft ins Brett pressen. Dann kann alles aus dem Kutter genommen werden und in die Schafsdame gespritzt werden. Wo ist denn der Anfang? Du musst rausziehen. Musst du gucken. Eine Seite hier. Ah ja. Das sind Lammdärme, oder? Genau, Schafseitlinge. 24-26er. Schafseitlinge 24-26. Klassiker. Und daraus werden nun 100 Bratwürste hergestellt, falls noch genug Brett übrig ist. Ich hab schon Hack auf dem Schuh. Dabei gehört das doch in den Darm. Es wird gleich gedreht auch. Ja, oh, Abteiler. Ist okay? Oh. Ja? Ja, wir können auch gerade ausspritzen, das geht auch. Aber so ist einfach. Oh, das ist so geil. Sobald alle Würste gespritzt sind, werden sie in Wasser gebrüht. Wie viele Bratwürste haben wir denn jetzt? 131. Warum brühen wir die denn jetzt eigentlich? Damit sie nachher schneller auf dem Grill braun werden und für die Haltbarkeit, damit sie länger haltbar sind. Man könnte sie im frischen Zustand natürlich jetzt auf den Grill schmeißen, aber dann müsste man heute, spätestens morgen, müsste man den grillen. Aber dadurch, dass es ja jetzt noch 2 Tage hin ist bis zur Bratwurstmeisterschaft, brühen wir sie, damit auch alles in Ordnung ist. Na gut. Und ist es jetzt normales Wasser, oder? Ja. Welche Temperatur ungefähr? 78 Grad. 78 Grad. Zu warm für mich. Wie lange? 25 Minuten. Bis gleich. 25 Minuten später. Haben Felicitas Bratwürste das Bad überstanden? Sehen gut aus. Wunderbar, einwandfrei. Haben gehalten. Wie eine Bratwurst. Die Bindung stimmt, genau. Sehr gut. Sieht eigentlich gut aus, ne? Sehr gut, die Bindung steht. Wunderbar. Hätte es auch anders sein können? Natürlich. Wenn die Bindung jetzt nicht hingehauen hätte, dann würden wir einen Fettabsatz haben und sie wäre bröcklich. Haben wir Glück gehabt. Einwandfrei, steht. Jetzt musst du nur noch schmecken. Das wird sie. Doch was wäre eine Bratwurst ohne einen guten Senf? Der wird 2 Tage später frisch von Felicitas auf der Bratwurstmeisterschaft zubereitet. Ich mache jetzt einen Senf, der zu meiner vietnamesischen Bratwurst passt, und zwar einen Erdnusssenf. Das Rezept habe ich so noch nie gekocht. Die Erdnusssoße hat sich zwar schon bewährt, aber mit Senf habe ich es noch nie gemischt. Aber
No risk, no fun. Als erstes die Zwiebeln kleinschneiden. Dabei nicht zu große Mühe geben. Später wird eh alles püriert. Dann den Knoblauch kleinhacken und einen Topf erhitzen. So ein bisschen Öl zum Anspitzen der Zwiebeln und des Knoblauchs. Dann kann alles in den Topf. Dann brauche ich noch ein bisschen Schärfe. Und zwar habe ich hier eine rote Chilischote. Ach, was soll's? Habe ich hier zwei rote Chilischoten? Passend zur vietnamesischen Felicitas Bratwurst. Ich bin total gespannt, wie meine Bratwurst schmeckt. Weil ich glaube, dass es noch mal ein richtiger Unterschied ist, wie das Hackfleisch roh schmeckt und dann nachher gebrüht. Ich hoffe, dass die Röstaromen vom Grillen noch mal so einen richtig guten Kick geben werden. Ah, hoffentlich. Nun die Chilischoten zu dem Knoblauch und den Zwiebeln geben. Das Ganze schwitze ich jetzt so lange an, bis die Zwiebeln schön glasig sind. Dann kommt Ingwer dazu. Den reibe ich einfach rein. Nun brauche ich Kokosmilch. Die kommt mit in den Topf. Dann alle schön umrühren. Das Ganze würze ich jetzt mit Sojasauce. Nicht zu knapp. Und ein kleines bisschen Fischsoße. Aber nicht zu viel, weil in der Wurst ist ja schon einiges drin. Und dann natürlich ganz wichtig Limettenabrieb. Den Saft gebe ich erst später dazu, weil zusammen mit der Erdnussbutter gerinnt es sonst. Braucht man einen Haufen Senf für 130 Würste, ne? Nun habe ich hier Erdnussbutter. Und jetzt sind wir nicht geizig, sondern knallen das einfach hier rein. Das ist eine besonders leckere Erdnussbutter, weil die so ein bisschen geröstet schmeckt. Man sieht auch, dass sie so schön dunkel ist. Schmeckt einfach noch viel aromatischer. Weniger Kalorien hat sie deswegen nicht, aber ich glaube, das ist auf dem Bratwurstfest auch wirklich wurscht. Haha. Dann wird alles püriert. Entschuldigung. Macht nichts. Jetzt gebe ich noch den Saft von der Limette dazu. Perfekt, schön cremig. Jetzt muss nur noch der Senf dazu. Das ist jetzt ein Dijon-Senf. Ja, und dann kommt die Erdnusssoße dazu. Das Ganze gut durchrühren und probieren. Na, schmeckt's? Sehr. Ab in die Flaschen und dann ran an den Grill. So, ich habe ja jetzt so viele gute Würste probiert und jetzt geht es ja tatsächlich mal um meine Wurst. Ich bin jetzt noch aufgeregter als vorher, weil ich habe wirklich so viel gut gewürzte, leckere Bratwürste gegessen. Und ich hoffe natürlich, dass meine genauso gut ist. Ich habe es ja noch gar nicht probiert, aber jetzt kommt es auf jeden Fall auf den Grill. Ich bin so aufgeregt. Kein Wunder, bei 130 Würsten und 8000 Besuchern. Also 130 Würste habe ich bestimmt noch nicht gegrillt. Schon gar nicht, die ich selbst hergestellt habe. Jetzt geht es natürlich darum, die Wurst perfekt zu grillen. Sie darf nicht verbrannt sein. Sie muss überall knusprig sein. Ich hasse das, wenn die auf der einen Seite hell ist. Sie darf ein bisschen aufplatzen, aber nicht zu doll. Und vor allem muss sie schmecken, alles andere ist egal. Ich habe gelernt, dass man einfach vor allem schnell sein muss beim Grillen. Wenn die Hitze erstmal da ist, geht es einfach nur darum, schnell zu sein. Drehen, 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 drehen. Ich habe auch mit diesem Grill noch nie gegrillt. Das ist natürlich jetzt doppelte Challenge. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich hoffe, dass alle Metzger schon nach Hause gegangen sind. Das ist ja auch nicht so mit richtigen Zonen, oder wie? Naja, doch. Ein Grill, eine Zone. Überall heiß. Man braucht eigentlich nur ein System. Ja, das sieht so unordentlich hier auf dem Grill aus wie bei mir zu Hause. Aber es macht nichts. Nur, dass es da vielleicht nicht jeder sieht. Aber es geht ja zum Glück nicht um Schönheit heute, sondern um Geschmack. Ich bin außer der Konkurrenz. Die Wurst wird ja heute Gott sei Dank nicht bewertet. Die läuft ja außer Konkurrenz, aber sie darf jetzt probiert werden. Die Wurst ist fertig! An die ran an die Wurst, müsste man eventuell sagen, ja? Dazu gibt es Felicitas selbstgemachten Erdnusssenf. Bitteschön. Servieren und gleichzeitig grillen. Zum Glück gibt es Organisationstalent Martin Stock, wenn es irgendwo brennt. Knusprige Brüste, hier gibt es knusprige Brüste, meine Damen und Herren.
Doch schmeckt es auch Teamchef Harald Kuczynski? So, Feli, jetzt probiere ich deine Wurst. Oha. Jetzt probiere ich dein Kunstwerk. Mit Erdnusssenf, ja? Ja. Knusprig ist sie. Ich probiere selbst auch. Okay, ich mach mit. Mm, gut. So, Hase. Guck der mal Senf. Erdnusssenf. Doch. Mm. Schmeckt richtig lecker. Wirklich ausgezeichnet der Senf dazu. Und fast so gut wie unser. Komm, du schmier dich mal nicht ein hier. Dankeschön, Harald. Danke. Ich finde, dass die Wurst tatsächlich super lecker ist. Sie ist richtig schön saftig. Und der Erdnusssenf macht es aber tatsächlich auch noch besonders. Also es ist fast wie so ein Gericht eher. Jetzt bist du dran. Aha. Hab ich Glück gehabt. Hallo? Was denn? Könntest du mal bitte aufhören, bei uns ins Handwerk reinzufuschen? Die schmeckt. Die schmeckt? Und zwar gut. Mist. Und wenn das ein Frank gesagt, dann heißt das was. Dankeschön. Ich bin ganz zittrig. Mist. Wieso Mist? Ja, weil halt. Na, weil halt alle plötzlich eine Felicitas-Wurst wollen. Doch Veranstalter Martin Stock muss los. Es geht zur Siegerehrung. Ich hab die Ergebnisse, Freunde. Beim Team Bachhuber steigt die Anspannung. So, Chef, wie läuft's? Wie ist das Gefühl? Wir sind super zufrieden. Ich würde sagen, dass das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns und der Tamarilla... Tamarilla. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns und der Tamarilla... Von dieser Wurst mit dieser Frucht, die keiner kennt. Ja, Tamarillo. Tamarillo. Aber ich freue mich ganz toll auf die Siegerehrung und wir holen das Ding nach Hause. Wir drücken die Daumen. Ab jetzt wird es ernst für das Team und Felicitas. Wird ihre Frutti di Mare Bratwurst den ersten Platz belegen? Überhaupt nicht. Komm nicht. Nein, überhaupt aber ich bin nicht. Aufgeregt. Nein, ja, kann sein, aber wir haben einen guten Job gemacht. Und jetzt klappt's oder klappt's nicht. Ganz einfach. Ja. Die Teilnahmeurkunden wurden schon verteilt. In wenigen Minuten werden die Sieger verkündet. Ja, ich bin total gespannt. Das ist irgendwie so schnell jetzt immer hin. Was hätten wir verpasst? Was geht, was jetzt passiert? Ihr wisst wohl auch nicht. Los geht es mit der Preisverleihung für die traditionelle Bratwurst. Der Sieger des dritten Platzes ist die Firma Bachhuber GmbH. Mit Bachhubers originale Rostbratwurst. Zumindest schon ein Platz auf dem Treppchen für Harald Kuczynski und sein Team. Doch die Königsklasse kommt erst noch. Wer gewinnt den Preis für die beste Kreativbratwurst? So, jetzt sind wir in der Disziplin kreative Bratwurst. Und da ist mit dem dritten Platz die Firma Jens-Uwe Winger mit der Entenbratwurst Tokyo Style. Herzlichen Glückwunsch. Platz 3. Ja. Doch, wer belegt Platz 2? In der Disziplin Kreative. Die Frutti di Mare mit der Mare. Trotz wochenlanger Vorbereitung konnte das Team Bachhuber dieses Jahr nicht gewinnen. Für Harald Kuczynski ist aber auch Platz 2 ein Sieg. Ganz insgeheim bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja. Wir haben natürlich immer vom ersten Platz gesprochen. Wenn man sieht, dass über Jahre hinweg die ersten zwei Plätze eigentlich relativ klar immer vergeben sind und wir dieses Jahr zweimal aufs Treppchen mit dem dritten und dem zweiten Platz und der zweite Jahr bei sind und viel, viel weniger Erfahrung auf der Festmeile haben als unsere Mitbewerber und Top-Produkte hatten, Top-Team hatten, sind wir absolut zufrieden. Ich bin absolut zufrieden. Na klar, wäre der erste wäre schön, aber wir haben den zweiten und dritten und der zweite und dritte ist top. Wunderbar. Wir sind absolut zufrieden. Glücklich. Also eigentlich ist Platz 2 ja ganz gut, aber ich verstehe auch, dass sie lieber den ersten gehabt hätten. Den ersten Platz holt sich die Fleischerei Gens. Ihre Tamarillo-Bratwurst hat die meisten Stimmen vom Publikum bekommen. Du musst doch nicht weinen! Aua. Vielen, vielen Dank für alles. Wir haben zu danken, ja. Hat viel Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Ja, und genau. Nächstes Jahr entwickeln wir zusammen ein und dann holen wir alle Cups, die es gibt. Na, das wäre spitze. Danke schön. Ja. Ihr macht ganz toll. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an alle. Ich mache einfach mal so eine Gruppenumarmung. Dankeschön.